Ein schöner Gruß von Südafrika. Ja, und das war total spannend, weil wir auch gesagt haben, also René Kruchlenberg, René, wir haben also gesagt, wir machen ja im Vorfeld der Passionsspiele diese Jugendtage. Und er wird, also er hat jetzt schon Sponsoren an der Hand, also er wird afrikanische Kinder, Jugendliche nach Oberammergau bringen. Die werden also, wie viele wissen sie noch nicht, aber sie wollen jetzt auf jeden Fall afrikanische Kinder nach Oberammergau bringen, die da von da unten kommen. Ja, und also jetzt bin ich von Afrika, gehe wieder heim. Für uns ist das Ganze tatsächlich ein totaler Prozess, in dem wir im Augenblick sind. Man weiß vielleicht ja, die Textgeschichte ist keine einfache in Oberammergau. Nicht alle Einzelheiten. Nein, ich weiß nicht. Jetzt kommt wieder der Franz. Die lassen weg. Die Textgeschichte ist keine einfache in Oberammergau. Es hat eigentlich bis 1850 war jeder Text in den Händen der katholischen Kirche. Die ganzen Texte sind geschrieben worden von et al. Patris zum Teil. Also die sind quasi der Oberammergau selber, haben nie Texte geschrieben. Und das ist eigentlich bis 1870 gegangen. Da war Pfarrer Deisenberger, der letzte Autor in dem Passionsspiel. Und dann kam mit 1890 der Tourismus nach Oberammergau mit Thomas Cook, der dann den Tourismus nach Oberammergau gebracht hat. Und dann hat man eigentlich plötzlich Angst gehabt vor der Veränderung. Und das Kloster war auch nicht so da. Und es hat keine Theologen mehr gehabt, das Ding. Und dann hat man eigentlich fast 100 Jahre den gleichen Text gespielt. Also man hat immer wieder Deisenberger, der Dedler der Komponist, der Deisenberger der Autor. Und das ging eigentlich bis zum Dritten Reich. Im Dritten Reich haben wir ja eine nicht ganz schöne Geschichte. Also Hitler fand das Passionsspiel Reichs wichtig. Und nach dem Dritten Reich kam von Leonard Bernstein, von Billy Wilder, von vielen amerikanischen, jüdischen Kollegen Kritik am Text und man müsse doch was tun. Und die Oberammergau haben sich eigentlich bis in die 80er Jahre fast gesträubt, was zu tun. So haben wir eigentlich 100 Jahre keine Textänderung gehabt. Also von zwischen 1980 gab es keine Textänderung. Und jetzt erst sind wir dran. Und wir haben natürlich versucht, die ganze Ebene, also das ist auf eine ganz andere Ebene zu führen, erst einmal den ganz anderen Dialog zu führen mit den amerikanisch-jüdischen Organisationen, mit Anti-Defamation League und Jewish Committee, die Noam Marens, der das von American Jewish Committee führt, und Rabbi David Sandmel, der es von ADL führt, die kommen jetzt am nächsten Mittwoch nach Oberammergau und wir werden 3 Tage sitzen und nochmal die Schwierigkeiten, die sie sehen mit dem Text, mit dem alten Text, nochmal durchdiskutieren. Und deswegen sind wir da also quasi noch wirklich in einem Prozess. Der für mich größte Prozess ist eigentlich so, wenn man bei uns in die Geschichte schaut, dann heißt es immer, die Oberammergau haben gelobt, das Leiden und Sterben Jesu Christi aufzuführen. Und so wurden eigentlich immer nur die letzten Tage bespielt. Und ich glaube, für mich wird es immer wichtiger. Und ich habe das, wir waren jetzt gerade in Israel mit den 40 Hauptdarstellern. Wir sind gerade Anfang September alle miteinander in Israel, haben wahnsinnig viel diskutiert, haben mit Thomas Frauenlob als Begleiter dabei gehabt, haben die Ortsgeistlichen dabei gehabt. Der Tom, du bist bei der anderen Gruppe mitgefahren. Ich darf singen. Bei den Sängern mitgefahren. Haben aber auch mit Jair Fürstenberg, das ist ein Professor an der Neutestamentler an der Uni Jerusalem. Wir haben also mit viel diskutiert und wir haben gesagt, also es wird immer wichtiger, sich nicht aufs Leiden und Sterben Jesus zu konzentrieren, sondern eigentlich auf die Lebensgeschichte. Und deswegen bin ich im Augenblick, ich hätte jetzt eigentlich meinen Computer mitbringen können, es liegt eigentlich alles parat irgendwie im Computer. Viele Texte bleiben, wie sie sind, und trotzdem weite ich aus. Also so der Einzug in Jerusalem, da ist für mich halt ganz wichtig, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also das wird für mich ganz ein wichtiger Punkt. Also dass man die ganze Konzentration auf den Einzug in Jerusalem darauf legt, dass man also auf die Texte, die alle dahin führen, dass Leid am Rand der Gesellschaft sind, dass Leid
was ich dem Nächsten tut, das habt ihr mir getan. Also dass diese Texte alle im Einzug von Jerusalem ganz stark drinnen sind. Also da, und da wirklich bis hin zur Seligpreisungen, Bergpredigt, dass man also versucht, da in diese Szene ganz viel hineinzunehmen. In die Bethanien-Szene, die nächste, die eigentlich bei uns aber relativ langweilig ist, weil nur zwei Dinge abgehandelt werden. Es wird nämlich in der Bethanien-Szene ein Abschied Jesus von seiner Mutter gezeigt, das aus Tradition heraus, und die Salbung durch Maria und den Satz vom Judas, man hätte das Geld besser verwenden können. Da gehe ich ganz weg, diese Szenen sind zwar drin, also es wird die Marienszene ganz normal geben, wie sie in der Tradition drinsteht, und auch die also beide Marienszenen von Mutter und Maria, aber aus dieser Begeisterung vom Einzug in Jerusalem wäre ich da viel stärker auf den Anspruch der Apostel, dass er sich zum Messias, dass er der Retter gegen Roma ist, und wo ich ganz stark, da geht es eigentlich ganz extrem in der Szene dann um Feindesliebe, also um die ganze Feindesliebe. Darf ich da mal eine kurze Gender-Perspektive reinbringen? Denn ich finde diese Geschichte von der Salbung in Bethanien in einer Hinsicht absolut faszinierend. Wenn man das in der Komposition des Evangeliums anschaut, dann ist es die Achse sozusagen, der Dreh- und Angelpunkt, wo es sozusagen Richtung Passion geht. Und das Spannende ist, dass vorher die männlichen Jünger, also die Jünger, wenn es um die Leidensankündigung geht, also Jesus sagt, ich werde leiden, ich werde sterben. Und wenn man die drei Leidensankündigungen anschaut, die Jünger wollen es nicht hören. Petrus vorne dran. Das kann nicht sein. Nein, sag sowas nicht. Und jetzt heißt es in dieser Szene der Salbung in Bethanien, da sagt die Maria, dass sie ihn zum Begräbnis salbt. Das heißt, Maria ist die Erste in dieser ganzen Geschichte, die es aushalten kann, zu hören, dass dieser Jesus sterben wird. Und dann beginnt die Passionsgeschichte. Nur so als kleines Einsprengsel mal, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Alter, absolut.